So dann, willkommen zu einer neuen Folge von Es ist noch eine Freude, wo am Morgen noch ist, mit Horst Joost. So, es hat Zuschriften gegeben, also überwiegend wirklich sehr positiv, aber es wurden auch doch einige gewesen, wo da gehischt hat, dass das, wo wir heute gemalt haben, bis weit, dass das von der Künstlerischkeit her, ich sage immer, nicht so wäre. Und das ist etwas, was ich in meiner Laufbahn oft festgestellt habe, dass das oft kommt daher, dass die Leute keine Ahnung haben. Und dafür machen wir heute mal etwas Besonderes. Wir gehen heute mal zusammen ins Museum. Roswitha! Roswitha! Ey, der Ausgehbuchs! Ey, was hat schon mal da so einen Mangel? Ey, der Ausgehbuchs! Oh, es ist gut, ich mach's selber! Roswitha, es ist gut, ich habe das selber gemacht. Guten Tag. So, wir sind hier im Museum für Regional- und Kunstgeschichte. Wollen wir uns mal ein bisschen Kunstwerke, wo wir hängen, anschauen und ein bisschen eine kritische Bewertung auch nach künstlerischen Gesichtspunkten unterziehen. Machen wir mal hin. Was wir hier hast, das ist, ich sag mal, das ist ein Versuch vom klassischen Porträt. Das ist auch gar nicht so schlecht. Das ist auch gar nicht so schlecht. Ich sag, wenn du merkst, dass sich immer das Megen hat, das ist schon mal etwas wert. So, jetzt gehen wir mal weiter und nicht spielen. So, das ist nämlich direkt schon scheiße. Optimus spielt Klavier. Hey, hast du ein Bild? In dem Bild drin hast du ein Bild, wo eine Lampe, die an dem Bild hängt, wo in dem Bild drin ist. Hey, hast du drei Säulen? Wo du nimmst, weiß, was das soll? Dann hast du hin, wo steht immer? Wo steht immer? Dann hast du einen anderen Raum mit der Waschmaschine. Die auf ist. Du siehst diesen Bild an, hat immer den Pinsel in der Hand geholt, hat sich vorher noch knapp 5 Minuten drüber Gedanken gemacht. Nichts spielt. So, das Loch da. Brauchen wir nicht drüber schwätzen, denke ich. So, jetzt sagen wir los, ah, Scheiße. Das ist aber auch ganz andere Art Scheiße. Hier gehst du das Lot fällen. Das ist nicht richtig, dass der Bild schaut. Bild gern. Das ist an der Schlange, manche Tränen, manche Tränen. So, da ist nämlich gerade gut, dass das Lomo da ist, dass man das nicht mehr gesehen hat. Das kann ich nicht mehr gerade mal weisen. Da ist nämlich auch, scheint es, ein Bild vom Flugzeug. Da ist nämlich, da ist alles verkehrt gemacht, was du verkehrt machen kannst. Wie kannst du dann hingehen und beim Bild vom Flugzeug. Warte, ich muss das nur so weisen. Das ist nämlich eine Frechheit. Das ist nämlich eine Frechheit. Das Loh. Hallo? Hallo? Kommst du mal bei, bitte? Wie kann man dann bitte beim Bild vom Flugzeug, das ist doch etwas, ein Flugzeug, wo von Natur aus hech ist. Wie kann man dann im Bild querhören, wenn man etwas malt, was von Natur aus, was von Natur aus eine Höhe hat, wo von Natur aus hech ist? Ist das eine Kamera? Kannst du nicht im Querformat. Ist das eine Kamera? Ja, das ist eine Kamera. Können Sie lesen? Ja, kann ich lesen. Es geht aber nicht darum, ob ich lesen kann. Es geht darum, was an der Wand hängt. Kameras und Ähnliches. Also bitte machen Sie mal die Kamera aus, ja? Machen Sie mal die Kamera aus. Nee, ich will nämlich den Leuten nur weisen. Das interessiert mich nicht. Ich will nämlich den Leuten nur weisen. Das interessiert mich nicht. Hier ist Kamera und Filmen verboten. So, ich hätte nur noch mal was sagen.
Was hat dann das gesagt? Das ist doch nicht gewesen. Dann kriegst du eine Frechheit gemacht. Und das Problem ist nämlich, dass so etwas im öffentlichen Raum immer nochmal aufgehängt gibt. Immer nochmal. Und das lässt sich doch gewinnen. Und wenn du ein gutes Bild hast, kannst du lauen. Kannst du lauen, wo du das hinhängst. Das ist das, was meiste. Wo ich kritisieren. Ich habe eine Kamera wieder rausgelassen, aber ich habe bezahlt. Ich kann mir die Bilder anlohnen. Ja. Ich habe bezahlt, ich lohne noch. Alles ich gebe ihm Lohn noch lohnen. Ja. Gut, okay. Ich habe ja bezahlt, ich kann ja noch lohnen. Bitte nicht berühren. Entschuldigung. Ist das heiß gemangelt? Ja.